In jedem Kurs gibt es standardmäßig ein Ankündigungsforum. Dies ist von allen TeilnehmerInnen des Kurses verpflichtend abonniert. Das heißt, alle Nachrichten gehen automatisch per E-Mail an die TeilnehmerInnen. In diesem Forum können nur Personen in der Rolle Teacher schreiben. Das heißt, die Studierenden können Ihnen dort nicht antworten. Um einen Beitrag zu erstellen, klicken Sie auf das Forum und wählen Neues Thema hinzufügen. So gelangen Sie in den Anlegedialog, in dem Sie den Betreff und den Inhalt des Beitrags eingeben können. Über Erweitert lassen sich weitere Optionen öffnen. So können Sie beispielsweise einen Anhang hinzufügen oder Ihren Beitrag als obersten Beitrag im Forum anpinnen. Die E-Mails aus dem Forum werden normalerweise erst nach einer Verzögerung von 30 Minuten verschickt. Wenn die E-Mails direkt rausgehen sollen, können Sie Mitteilung ohne Verzögerung senden auswählen. Am Ende klicken Sie auf Beitrag absenden. Wenn die Verzögerung aktiv ist, haben Sie danach noch 30 Minuten Zeit, Ihren Beitrag zu korrigieren. Eine sehr schöne Ergänzung für das Ankündigungsforum ist der Blog Neue Ankündigungen. Um diesen hinzuzufügen, müssen Sie erst die Bearbeitung einschalten und können dann unten links auf Blog hinzufügen klicken. In der Blogübersicht wählen Sie dann Neue Ankündigungen. Der Blog erscheint dann rechts im Kurs. Über das Steuerkreuz können Sie ihn beispielsweise nach oben verschieben. Im Blog werden automatisch die Betreffe der letzten 5 Ankündigungen angezeigt und die Beiträge verlinkt. In Ihrer Ansicht ist außerdem ein Link zum Anlegen neuer Ankündigungen enthalten. Für die TeilnehmerInnen sieht der Blog so aus. Über Material oder Aktivität anlegen können Sie auch weitere Foren hinzufügen. Am besten wählen Sie den Titel des Forums so, dass direkt klar ist, wofür das Forum gedacht ist, zum Beispiel Fragenforum oder ähnliches. Unter Forumstyp können Sie die Art des Forums einstellen. Das Standardforum ist hier vorausgewählt. In diesem Forum können alle TeilnehmerInnen des Kurses Beiträge erstellen und beantworten. Beim Typ Diskussion zu einzelnem Thema geben Sie über Titel und Beschreibung des Forums das Thema vor. Beiträge können dann nur als Antworten in einem Thema erstellt werden. Im Fragen- und Antwortforum geben Sie die Frage als ersten Beitrag vor. Die TeilnehmerInnen antworten dann auf diesen Beitrag und können die Antworten anderer TeilnehmerInnen erst nach dem Absenden und dem Ablauf der Bearbeitungszeit ihres eigenen Beitrags sehen. Jede Person darf genau ein Thema anlegen, macht genau das, was es sagt. Jede Person darf genau ein Thema anlegen, aber innerhalb aller anderen Themen antworten. Das Standardforum in blogähnlicher Anzeige unterscheidet sich vom Standardforum nur in der Übersichtsseite der Themen. Unter Anhänge und Wortzahl können Sie Anhänge nach Anzahl oder Größe begrenzen oder hochsetzen und die Anzeige der Wortzahl unter jedem Beitrag aktivieren. Unter Abonnement und Tracking können Sie einstellen, wie das Abo des Forums gestaltet sein soll. Die Standardeinstellung bei selbst hinzugefügten Foren ist optional, das heißt, die TeilnehmerInnen können selbst entscheiden, ob sie das Forum abonnieren, also die Beiträge per Mail zugeschickt bekommen möchten. Das verbindliche Abo ist das gleiche wie beim Ankündigungsforum. Hier haben die TeilnehmerInnen keine Möglichkeit, das Abo des Forums zu beenden. Beim automatischen Abo ist das Abo voreingestellt, kann aber von den TeilnehmerInnen selbst beendet werden. Sie können das Abo auch generell deaktivieren. Das Forumstracking, also die optische Anzeige neuer Beiträge, steht üblicherweise auf optional, kann aber auch ausgeschaltet werden. Wie sich das Tracking für den eigenen Nutzeraccount aktivieren lässt, zeige ich weiter hinten im Video. Bei Bedarf kann auch eine Themensperrung bei längerer Inaktivität der Themen eingerichtet werden. Auf Bewertungen, weitere Einstellungen, Voraussetzungen und Aktivitätsabschluss gehe ich in diesem Video nicht ein. Wenn das Forum bereits angelegt ist, sind einige Einstellungen zum Abo unter dem Zahnrad verfügbar. In diesem Bereich können Sie das Abo relativ schnell umschalten bzw. den aktuellen Stand sehen. Dies hier ist Ihre eigene Abo-Einstellung. Wenn Sie die Abonnentenliste anklicken, sehen Sie, welche TeilnehmerInnen das Forum in diesem Moment abonniert haben. In diesem Fall ist die Liste leer, da das Abo auf optional steht und noch niemand das Forum abonniert hat.
Beim optionalen und beim automatischen Abo gibt es hier außerdem die Möglichkeit, einzelne Abonnenten manuell hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn wir das Abo auf automatisch stellen, sehen wir, dass alle TeilnehmerInnen das Forum abonniert haben. Über Abonnements verwalten gelangt man in den Verwaltungsdialog. Hier kann man NutzerInnen markieren und über die Pfeiltasten verschieben. Kommen wir nun zum Forumstracking. Wenn Sie auf Ihren Benutzernamen klicken und dann auf Einstellungen, gelangen Sie zu einer Reihe von Einstellungen, die Sie für Ihr eigenes Nutzerkonto konfigurieren können. Unter Foren einstellen gelangen Sie zu Ihren eigenen Foreneinstellungen. Hier kann man dann die farbliche Hervorhebung des Forumstrackings aktivieren. Wenn man zurück zum Kurs geht, sieht man direkt die ungelesenen Beiträge. Initial werden erstmal alle Beiträge als ungelesen markiert, auch der, den wir vorhin im Ankündigungsforum erstellt haben. Im Forum selbst sind die neuen Beiträge dann auch farblich markiert. In der Beitragsansicht des Forums können Sie Ihre eigene Anzeige für das Forum ändern. Achtung, die Einstellungen gelten dann für Sie für alle Foren in Moodle. Wenn mehrere Foren im Kurs existieren, können Sie Themen auch in ein anderes Forum verschieben, wenn sie dort thematisch besser passen. Unter Einstellungen können Sie Themen markieren, anpinnen oder sperren. Für die einzelnen Beiträge gibt es für Sie verschiedene Optionen. Unter Dauerlink können Sie einen direkten Link zu diesem Beitrag erzeugen. Studierende können eigene Beiträge nur 30 Minuten lang bearbeiten oder löschen. Sie können im Rahmen der Moderation des Forums auch fremde Beiträge unbegrenzt bearbeiten oder löschen oder auch ein Thema teilen, wenn die Diskussion zu sehr vom ursprünglichen Thema abweicht. Sie können auf jeden einzelnen Beitrag des Themas antworten. Der Editor bietet erstmal wenig Möglichkeiten, kann aber mit einem Klick auf Erweitert in den gewohnten Editor umgeschaltet werden. Dozierende können außerdem auf Beiträge privat antworten. Diese Antworten sind nur für den Ersteller des Ursprungsbeitrags und alle anderen Teacher im Kurs sichtbar.